Moin YouTube, liebe EDC-Rotationsfreunde. Ja, in diesem Video möchte ich euch mal wieder eine meiner EDC-Rotationen näher vorstellen. Und wenn ihr Spaß an solchen Videos habt, dann bleibt doch einfach dran. Willkommen zurück. Ja, wie gesagt, das, was ich euch hier vorstelle, ist eine EDC-Rotation, die ich gerne trage. Und da hat sich in den letzten Wochen auch eine Position verändert. Da habe ich was ausgetauscht und muss sagen, das passt auch sehr, sehr gut zusammen. Ihr werdet nachher sehen, um welchen Gegenstand es sich handelt. Legen wir mal los. Als Unterlage hier ein Taschentuch, ein Hank. Da gehen nochmal Grüße raus an den Andi. Der hatte das vor einigen Jahren mal besorgt irgendwie. Da hatte er verschiedene Muster im Angebot und dieses Graue hier mit den mathematischen Formeln gefiel mir sehr gut. Dann kommt eine Uhr, zwar nicht irgendeine Uhr, sondern hier meine Rolex Oyster Perpetual mit dem Dark Rhodium Dial, so bezeichnet Rolex das, also dieses anthrazitfarbene Zifferblatt. 2016 habe ich mir diese Uhr gegönnt und sie macht seitdem eine ganz tolle Figur, ist auch sehr häufig bei mir am Handgelenk und war jetzt auch im Urlaub mit dabei und hat dort ebenfalls eine gute Figur gemacht. Das sogenannte Oyster-Gehäuse macht seinem Namen alle Ehre und verhindert, dass Staub oder Wasser an das Werk der Uhr herankommt. 100 Meter Wasserdichtigkeit reicht für den Alltag voll und ganz aus, auch wenn man dann mal kurz in den Pool springt oder am Strand ins Wasser geht. Da braucht man sich überhaupt keine Gedanken zu machen, zumal das Gehäuse hier aus dem Rolex eigenen Stahl, dem 904, besteht. Und dieser Stahl ist gerade bei Salzwasser nochmal beständiger als der ansonsten übliche 316L Stahl. Das also die Armbanduhr dieser Rotation. Als nächstes eine kleine Kombination in sich. Hier ein Rambler, ein Victorinox Rambler mit den Daily Customs Schalen drauf aus Titan. Und dazu dann eine Illuminex, das ist eine kleine McArmy Taschenlampe aus Titan. Ich finde alleine schon diese Kombination ganz toll und das Messer bietet eben nochmal weitere zusätzliche Werkzeuge, die man auch im Alltag gut gebrauchen kann. Ein Kapselheber ist dabei, eine kleine Nagelfeile, natürlich auch nochmal eine kleine Klinge und auch sehr wichtig für mich im Alltag die kleine Schere. Und wie gesagt, in dieser Kombination ganz toll. Die Lampe reicht mir persönlich auch aus für den Alltag, einfach mal, wenn man abends nach Hause kommt, sich den Weg zu leuchten vom Auto ins Haus, um das Schlüsselloch zu finden oder um einfach mal hinterm Schrank irgendwie was auszuleuchten, wenn da was hintergefallen sein sollte. Da brauche ich jetzt keine große, schwere Lampe, sondern da reicht mir auch die kleine Illuminex hier aus. Mit 120 Lumen macht sie sehr gut Licht. Was ich gerne dabei habe, ist so eine Art Talisman. Hier in dem Fall habe ich mich für den sogenannten Worry Stone von Carpe Diem EDC entschieden. Das ist hier dieser kleine Block, der besteht aus 999er Feinsilber. Normalerweise hochglänzend, wie das Silber so an sich hat. Ich habe aber die Maxi von der Altona Silberwerkstatt darum gebeten, dass sie diesen Worry Stone hier mit einem Altsilber-Finish versieht. Und das Ergebnis seht ihr hier. Dadurch wirkt dieser Worry Stone so ein bisschen robuster und rustikaler. Und das gefällt mir sehr gut,
passt auch hier zu dem Skull sicherlich noch ein bisschen besser, finde ich zumindest, als dieses hochglänzende Silber. Als Kugelschreiber habe ich mich hier bei diesem Set für meinen Nottingham Honey Badger Mini entschieden. Passt meiner Meinung nach auch sehr schön zu dem anthraziten Zifferblatt der Rolex. Durch diese Oberflächenbehandlung nicht so glänzend wie zum Beispiel der Tactile Turn BAM, den ich auch ganz gerne in EDC-Rotation nutze. Aber hier passt das einfach von der Färbung her besser. Den Stift finde ich einfach genial. Sehr kompakt, fällt in der Tasche nicht auf, stört nicht, ist aber doch ein ja, normaler Stift. Damit würde ich jetzt vielleicht keine Romane schreiben, aber so für die normalen Sachen reicht der voll und ganz aus. Und selbst wenn ich mal irgendwie eine Seite oder zwei Protokoll schreibe, wenn wir irgendwie in der Firma BR-Sitzung haben oder ich in irgendwelchen anderen Meetings bin und ich schreibe einfach mal mit, da reicht mir die Länge hier auch voll und ganz aus. Habe ich keine Probleme gehabt. Und wie gesagt, er passt halt sehr schön zu diesem Set. Ja, und jetzt kommen wir schon zu dem neuen Gegenstand dieser Rotation. Ich habe ihn jetzt seit 2 Wochen und in diesen 2 Wochen auch fast täglich am Mann. Und zwar handelt es sich um mein neues Chris Reeve Small Sebenza mit den Canvas Micarta Inlays in Schwarz. Habe ich mir vor 14 Tagen ja persönlich in der Altona Silberwerkstatt abgeholt. War so ein Spontankauf. Als ich das Messer in einer der Vitrinen sah, da habe ich gesagt, so, da musst du jetzt zuschlagen, auch wenn es nicht meine Wunschkombination ist. Ich hätte ganz gerne das Small Sebenza mit Insingo-Klinge, aber das ist eben zurzeit nicht zu bekommen. Und deshalb habe ich mich jetzt hier für diese Kombination entschieden. Und wie gesagt, seit 14 Tagen habe ich es eigentlich jeden Tag am Mann. Wenn ich jetzt rausgehe in die Öffentlichkeit, dann lasse ich es mal für die 1 oder 2 Stunden zu Hause. Aber hier zu Hause habe ich es jetzt wirklich immer dabei gehabt. Und es hat sich auch was getan, was so die Klinge angeht. Sie öffnet sich jetzt schon deutlich besser als ganz am Anfang. Der Klingengang hat sich da deutlich verändert. Man muss dazu sagen, ich habe das Messer jetzt auch tausende Male auf und zu gemacht in den 14 Tagen. Habe es auch schon auseinandergenommen. Ihr seht hier das standardmäßige Lanyard, dieser schwarze Henkersknoten, der da dran war, den habe ich entfernt. Der war mir einfach ein bisschen ja, zu steif im Alltag. Hat mich da eher gestört, als dass er mir als Zughilfe dienen konnte. Was ich jetzt allerdings gemerkt habe, durch das Entfernen des Lanyards klappert das Messer so ein bisschen. Weiß nicht, ob ihr das hört. Diese Hülse, wo das Lanyard angebracht wird, die ist jetzt nicht fest, sondern die lässt sich drehen und dadurch ergibt sich eben auch dieses Geräusch. Ich muss mal sehen, wenn ich das Messer das nächste Mal zerlege, ob ich da nicht ein bisschen was von dem Schraubenfest, das Chris Reeve mit dabei gelegt hat. Und da nochmal mein Dankeschön an die Kommentatoren. Ja, diese zweite Tube, die dabei war, die ich zunächst nicht ganz zuordnen konnte, dabei handelt es sich um Schraubenfest. Und ich habe auch festgestellt, dass es durchaus sinnvoll ist, dieses Schraubenfest zu nutzen. Denn bei den tausenden Öffnungen, die das Messer jetzt hinter sich hat, da ist es tatsächlich vorgekommen, dass sich die Schrauben hier, die Achsschraube hauptsächlich, aber auch die Schrauben für den Klingenanschlag gelöst haben.
Das Tolle an den Chris Reeve Messern ist dabei, dass man das zuerst kaum merkt, weil die Klinge weiterhin sehr gut festgehalten wird zwischen den Platinen. Es kommt da also noch nicht zu irgendeinem Klingenspiel oder so, dass die Klinge plötzlich schief steht. Gut ist das verarbeitet und so gering sind die Toleranzen bei den Chris Reeve Messern. Was mir noch ein bisschen negativ aufgefallen ist hier auch, ist dieser kleine Überstand hier von der Klinge. Da frage ich mich, warum Chris Reeve das so designt hat, obwohl er ja sonst immer so auf Perfektion achtet. Da verstehe ich eben nicht, warum hier das Ganze nicht noch mal einen Millimeter weiter nach unten gezogen worden ist, sodass dann hier die Klinge komplett verdeckt gewesen wäre. Ich muss allerdings sagen, das scheint irgendwie bei vielen Chris Reeve Messern der Fall zu sein. Ich habe es auch an meinem Minandi gesehen und auch da glaube ich schon moniert. Beim Inkosi bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Ich habe ja mal ein Video gemacht, das ist schon Jahre her, wo ich das Small Inkosi mit dem Small Sebenza verglichen habe. Und ich glaube, ich habe das damals auch schon angesprochen. Ansonsten aber ein wirklich tolles Alltagsmesser, das man für alles Mögliche nutzen kann. Da hat es jetzt in den letzten 14 Tagen eine gute Figur gemacht. Einzig und alleine das Schmieren von Brot oder Brötchen finde ich mit dieser Klinge nicht ganz so schön. Da fehlt mir so ein bisschen der Bauch. Und das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel eher zu einer Insingo-Klinge greifen würde. Die kann man zur Not dann immer noch umdrehen und hat dann ein schönes Buttermesser, um sein Brot oder Brötchen zu schmieren. Wo ich so ein bisschen auch von abgekommen bin, ist das Aufflicken. Das finde ich immer noch eher unangenehm durch den sehr spitz zulaufenden Daumenpin hier. Das ist nicht das Beste für den Daumen. Und da hat sich eben dieses normale Öffnen, so wie Chris Reeve das ja auch gerne sieht, hat sich da bewährt. Und ja, aus der reinen Spielphase des Anfangs bin ich jetzt auch so ein bisschen heraus. Ja, und damit hätten wir im Prinzip schon fast alle Gegenstände hier dieser EDC-Rotation. Ihr könnt mir ja schon mal in den Kommentaren schreiben, was ihr von dem Small Sebenza haltet, auch von meiner Kritik hier von der Klinge, ob euch das auch schon aufgefallen ist. Auch würde mich mal interessieren, habt ihr das Original Lanyard dran gelassen oder habt ihr da ebenfalls, so wie ich das jetzt gemacht habe, das Ganze entfernt? Oder vielleicht ein eigenes Lanyard dran macht. Schreibt mir das doch mal in die Kommentare, wenn jemand einen Ratschlag hat, was sich da besonders eignet als Lanyard, dann könnt ihr mir das ja auch mal nennen. Ja, und bevor ich es vergesse, ihr seht es schon an meinem Finger, eigentlich in jeder EDC-Rotation von mir darf mein Fidget Ring hier nicht fehlen. Das ist eigentlich so das echte EDC, was ich so jeden Tag dabei habe. Mein Fidget Ring aus Silber und Gold von der Martje, die ja nicht nur in der Altona Silberwerkstatt als Silberschmiedin arbeitet, sondern ebenfalls noch einen Silber-Schmuckshop betreibt. Und da hatte ich auf einer der, ich glaube, es war sogar die erste Knives and Coffee Veranstaltung von der Maxi, die Gelegenheit, den Ring zu kaufen. Und die Martje hat ihn dann auch nochmal für mich verändert. Das ist also ein richtiger Custom-Made-Ring für mich. Sie hat nämlich den kupferfarbenen Reif hier gegen einen Goldreif ausgetauscht. Und das hat für mich den Vorteil gehabt, dass das Kupfer nicht mehr angelaufen ist, so grünlich, und es Verfärbungen an meinem Finger gab,
Das passiert hier natürlich mit dem 750er Goldring, der da jetzt auf der Felge sitzt, überhaupt nicht. Und ja, er bietet so ein bisschen Spielspaß als Fidget-Ring. Man kann diese beiden Ringe hier auf der Felge in Bewegung besetzen, in Bewegung setzen. Und ja, das macht sehr viel Spaß. Und wie gesagt, das ist so der echte EDC-Gegenstand bei mir. Den habe ich wirklich jeden Tag dabei. Und das rundet das Bild jetzt tatsächlich ab von meiner EDC-Rotation. Ich hoffe, sie gefällt euch genauso, wie sie mir gefällt. Und was mir auch gefallen würde, wäre, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es bei mir heißt: Moin YouTube, liebe Messerfreunde. Bis dahin, tschüss!